Und direkt nach dem Spiel hier das Interview mit dem Man of the Match. Und ich begrüße alle, die vielleicht schon draußen vor der Halle sind, alle auch in den Lounges und auch die sonst hier so zuhören. Der besondere Service nach den Spielen, das ist etwas Neues. Und Man of the Match von euch gewotet, möglich gemacht durch Rewe, ist Nicola Portnoy. Draußen wird es nochmal laut, glaube ich, für Nico. Nico, das war ein krasses Spiel. Du bist gerade von der Ehrenrunde zurück. Was hast du jetzt gerade im Kopf? Schwierig zu sagen, aber ich bin einfach überglücklich, dass wir die zwei Punkte hier in Magdeburg behalten haben. Und also ganz ehrlich gesagt ist mein Fokus schon auf die Füchse. Wirklich, ganz ehrlich. Dann hoffe ich, dass ich dich nicht allzu sehr nerve, wenn ich zumindest nochmal nachfrage, wie du so einen Spielverlauf erklären kannst. Weil ihr seid sehr, sehr Kopf an Kopf im Spiel gewesen, sehr lange. Dann habt ihr euch einen kleinen Vorteil auch bis zur Halbzeit erarbeitet. Dann schien es so, wie ein heißes Messer durch Butter zu gehen. Und auf einmal kommt dann so eine wackelige Situation. Wie würdest du die erklären? Es ist schwierig. Also gegen die SG Flensburg-Handewitt, also die Jungs haben eine Weltklasse-Mannschaft und wirklich eine konstante Leistung über 60 Minuten gegen die abzuliefern, hätten wir natürlich genommen, wäre das so gelaufen, aber ich meine, die Jungs sind unglaubliche Spieler und die haben uns vor Schwierigkeiten gesteckt und es ist halt so, wie es ist, aber eigentlich ist es egal schlussendlich. Am Ende habt ihr mal wieder die Nase vorn gehabt. Viele Menschen haben gesagt, gerade diese engen Spiele im Champions League Final Four, die jetzt schon eine Weile zurück sind, haben euch gestählt, haben euch Selbstvertrauen gegeben. Kannst du das unterschreiben oder vielleicht sogar noch besser erklären? Ich glaube die ganze Saison eigentlich letzte, also es gab heiße Spiele fast eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger, aber wie gesagt, vielleicht ist das einer von den Gründen, vielleicht nicht, solange dass wir in diese Top-Spieler liefern und solange dass wir dabei sind, vor allem hier in die GTEC Arena, dann soll es so. Und überall, ich versuche mal noch ein bisschen nach Gossip zu forschen. Hast du irgendwie ein Match gehabt mit Kai Smietz oder so? Habt ihr vorher irgendwie gesprochen oder so kleine Wetten? Sportler haben da ja so gewisse Eigenarten, habe ich mal gehört zumindest. Ja, es gibt natürlich, aber nee, mit Kai lief nichts. Ich habe ihn in seine Ruhe gelassen. Ich meine, ich weiß, wie es ist, wenn du zu deinem Ex-Verein kommst und das habe ich respektiert. Habe ihm eigentlich gar nicht geschrieben, weil ich wollte ihn in Ruhe lassen und ein paar von den Jungs haben genau das Gleiche gemacht, aber wir freuen uns jetzt auf ein kaltes Bier mit ihm. Das kann ich mir vorstellen, dass das schön wird. Wie ist die Zusammenarbeit mit Sergei? In der Vorbereitung hat er geliefert bei den Spielen. Du warst noch ein bisschen angeschlagen und verletzt. Jetzt bist du bei beiden Spielen, hast du durchgestanden bis auf die 7 Meter. Wie ist da eure Zusammenarbeit? Weltklasse. Also Sergei ist ein unglaublich guter Torhüter. Er wird uns helfen durch die Saison. Davon bin ich mir überzeugt. Und die Fans können sich auf ihn freuen. Er wird unglaubliche gute Spiele haben. Ich hoffe, nur gute Spiele haben natürlich. Und also Top-Junge und noch ein besserer Torhüter. Jetzt geht's ans Eingemachte. Was kann er besser als du? Spanisch. Lass mal so stehen. Wenn die beste Pointe gelaufen ist, muss man Schluss machen. Man of the Match im ersten Heimspiel nach einem Sieg mit 2 Toren Vorsprung gegen die SG Flensburg-Handewitt. Was für ein großartiger Typ. Wir haben es uns immer gewünscht. Super explodiert in beiden Spielen jetzt schon unser Nicola Portnoy. Bis gleich. Viel Spaß jetzt beim ersten kalten Bier und wir melden uns dann wieder überall auf der Wall draußen und auch in den Lounges mit der Pressekonferenz. Vielen lieben Dank. SC Magdeburg gegen die SG Flensburg. Wir gewinnen dieses erste Heimspiel und an der Stelle gehen die Grüße vor die Halle, gehen die Grüße in die Businessbereiche, gehen die Grüße in die Halle. Neuer Service hier, ein Talk mit einem unserer Spieler und ich freue mich riesig, dass er da ist. Janus Smarason, dein erstes Heimspiel in der Liga gegen einen großen Gegner, gegen die SG Flensburg. Wie hat sich's angefühlt? Wie war's? Das erste Heimspiel und hier, das ist dein Beifall von den Fans, die noch da sind. Wie war's? Das war sehr geil. Ich finde das spezielle Arena-Spiel nicht so. 2 Punkte heute perfekt und dann machen wir weiter. Es stand 9-9, 4 oder 5 Minuten vor der Halbzeit. Dann musste ich das Halbzeitspiel vorbereiten und auf einmal steht 16-13. Waren diese 2 Phasen kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit, auf einmal 6 Tore Vorsprung hatten, waren die extrem wichtig, dass man da so fokussiert war? Waren das wichtige Phasen, dass man da einen kleinen Vorsprung hatte? Ja klar, und in diesem Topspiel, weißt du, jedes Tor zählt. So
Wir haben das gut gemacht, du sehr, finde ich, in Abwehr. Wir haben eine starke Abwehr heute und deswegen glaube ich, wir haben gewonnen. Die Abwehr. Der Trainer hat extra die Abwehr erwähnt, eben in der Pressekonferenz. Das war in Wetzlar schon so. In einem Bundesligaspiel nur 15 Gegentore. Heute gegen so eine Top-Mannschaft Flensburg ist die aggressive, die intensive Abwehr ein ganz wichtiger Baustein in so einem Handballspiel? Ja klar. Und weißt du, das ist einfach, wenn du spielst hier in GTEC Arena mit so viel Energie und ja, so viele Menschen hier, die Energie in die Arena ist echt cool, finde ich. Und du fühlst das auf dem Handballfeld. Du bist aus Norwegen, aus Kolstad, jetzt hierher gekommen, kennst die Bundesliga schon aus deinem Jahr in Göppingen. Wie schwer fiel dir die Umstellung? Bist du schon angekommen in Magdeburg? Ja, okay, weißt du. Natürlich brauchst du ein bisschen Zeit. Aber die Spieler in der Mannschaft sind coole Typs und das einfach in die Mannschaft reinkommen, oder sagt man. Und jetzt gehen wir los, das weißt du, das Handball. Wir kennen Handball, haben nur Handball gespielt die letzten Jahre, so ist nicht so schlecht. Der Trainer hat gesagt, als du von der Bank reinkamst, warst du nochmal so ein Energizer für die Mannschaft. Hast neue Energie, hast neue Geschwindigkeit gebracht. Kannst du mit der Rolle leben, dann, wenn es wichtig ist, auch von der Bank zu kommen und in so ein Spiel reinzukommen? Ja, heute war das okay. So, wir werden schauen. Aber natürlich, ich finde, ich bin jetzt 28 Jahre oder so, habe viele Jahre Handball gespielt. So. Ich glaube, das ist ganz normal. Du bist klar, wenn Trainer brauchst, die auf dem Feld, so, dann kam ich mit alles, was ich habe. Du weißt, wir hier in Magdeburg haben eine große Tradition, was isländische Spieler betrifft. Und ich freue mich, dass wieder ein Isländer gekommen ist. Du bist am 1. Januar in Reykjavik geboren, da gibt es nur 3 Stunden Sonne. Da geht sie mittags auf und geht dann wieder unter. Und trotzdem seid ihr so eine tollen, lebensbejahenden Menschen und seid so toll. Wie macht ihr Isländer das, dass ihr so tolle Sportler werdet bei 300.000 Menschen? Das ist ein Secret, kann das nicht sagen. Okay, das bleibt sein Geheimnis und ich verspreche, im Laufe der Saison kriegen wir raus, was sein Geheimnis ist und wir sind froh, dass er bei uns ist. Janus Smarason, vielen, vielen Dank für dieses Spiel und auf eine gute Saison. So, vielen Dank für dieses Heimspiel und wir sehen uns hier in einer Woche schon, dann gegen Hamburg. Auch das wird wieder schön und vorher fahren wir nach Berlin und das machen wir ja sowieso gerne. Bis dahin, tschüss.